Guten Abend und willkommen am Runden Tisch. Beim Sonderlandtag am Freitag, da hat die SVP, da hat die ganze Regierungskoalition ein Zeichen der Einigkeit gesetzt. 18 Stimmen, die absolute Mehrheit, gleich im ersten Wahlgang für die Verkleinerung der Landesregierung. Ist damit die politische Krise nach der Saat-Affäre ausgestanden und was steht jetzt an in der Landespolitik? Darüber diskutiere ich heute mit der Fraktionsvorsitzenden der Südtiroler Volkspartei im Landtag, Magdalena Amhoff. Zu uns gekommen ist Uli Meier, Landtagsabgeordnete der Freiheitlichen. Ich begrüße den Politologen und Meinungsforscher Hermann Atz und Paul Kölnsberger, er ist der Fraktionsvorsitzende des Team K, der größten Oppositionspartei im Landtag. Ja, und Sie können uns von daheim aus wieder Ihre Meinung schreiben. Was glauben Sie, ist es der SVP gelungen, ihre politische Krise gut zu lösen und kann jetzt wieder politische Normalität einkehren? Sie können auch Fragen an meine Gäste hier im Studio richten. Sie erreichen uns entweder auf der Facebook-Seite oder in einer E-Mail an die Adresse rundertisch@rai.it und auch über Twitter. Frau Amhoff, Sie sind die neue Fraktionsvorsitzende der SVP und die Verkleinerung der Landesregierung, das war gleich ein Kraftakt zu Beginn Ihrer Tätigkeit. Das ist in der ersten Abstimmung gelungen. Wie schwierig war es denn, alle SVP-Abgeordneten dazu zu bringen, mit Ja zu stimmen? Außer Thomas Widmann, aber es war klar, er wollte ja nicht raus. Ganz genau, Thomas Widmann war klar. Es war schwierig bis zu einem gewissen Grad. Bei meiner Wahl zur Fraktionsvorsitzenden habe ich sofort klargestellt, dass ich dieses Amt nur übernehme, wenn ich auch die faire Unterstützung und Zusammenarbeit meiner Kolleginnen und Kollegen habe. Und diese faire Zusammenarbeit habe ich in dieser Situation auch einverlangt. Wir hatten viele Sitzungen im Vorfeld dieses Sonderlandtages. Und in diesen Sitzungen konnte jeder seine Bedenken äußern. Wir haben alles ausdiskutiert, was noch im Raum gestanden ist. Und dementsprechend war dann auch das Ziel klar formuliert, nämlich, dass wir bereits im ersten Wahlgang mit den uns verbliebenen 18 Stimmen auch alles klar machen wollen. Das ist gelungen und nicht unbedeutend war wohl auch das Zusammenspiel zwischen Parteiobmann und Landeshauptmann, die ja wirklich deutlich gemacht haben, dass sie das jetzt so von allen abverlangen und das Verantwortungsbewusstsein jedes Einzelnen, auch in dieser Fraktion, in meiner Fraktion, war dann bis zum Schluss schon gegeben. Also uns war dann klar, dass das am Freitag auch klappen würde. Die 15 Millionen für die Bauern, haben die auch eine Rolle gespielt? Nein, die haben definitiv keine Rolle gespielt. Das möchte ich jetzt heute klarstellen. Die kamen in einer dieser Sitzungen erst raus. Also da waren auch die Bauern selbst überrascht, dass es jetzt diese 15 Millionen geben wird, wobei jetzt noch nicht klar ist, nach welchen Kriterien die definitiv ausgezahlt werden. Und diese 15 Millionen sind ja auch erst durch den Landtag zu genehmigen. Also ich wüsste jetzt nicht, dass diese 15 Millionen schon bereitstehen im Haushalt. Frage an die Opposition. Ist die Krise damit beendet, die politische Krise, damit das Problem gelöst für die Regierungsmehrheit? Wie sehen Sie das? Also bitte, bitte, bitte. Ich sehe das Problem nicht so sehr gelöst und ich habe am Freitag bereits beim Sonderlandtag gesagt, dass ich es nicht als eine ehrliche Abstimmung empfinde. Wenn man die Köpfe in der SVP-Fraktion kennt, dann weiß man, dass diese Abstimmung zwar aufgrund des Parteibeschlusses wirklich so hat ablaufen müssen, denn ansonsten wäre es ja auch ein klares Zeichen gegen den Parteiobmann gewesen, nicht nur gegen den Landeshauptmann Kompatscher. Es hat den Fraktionszwang gegeben. Aber nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass nach wie vor Unstimmigkeiten, Streitereien herrschen, natürlich auch herrschen müssen, wenn man gezwungen ist, über etwas abzustimmen, was eigentlich ein großer Teil innerhalb der SVP-Fraktion nicht will. Und es ist natürlich schwierig, in die Zukunft zu sehen, aber schon davon auszugehen, dass es immer wieder rappeln wird in der Kiste, um Ihre Worte zu verwenden, und dass auch weiterhin Streit vorprogrammiert sein wird. Frau Kölnsberger, wie sehen Sie es? Ich sehe es genau gleich. Das war eine offene namentliche Abstimmung mit Fraktionszwang. Alles andere wäre eine Überraschung gewesen und ein Riesenskandal. Deswegen ist das überhaupt keine Überraschung, dass das so ausgegangen ist. Auch
der jetzt vermeintliche Schulterschuss zwischen Obmann Philipp Achammer und Landeshauptmann ist keine Liebeshochzeit, aber die beiden sitzen jetzt politisch im gleichen Boot. Das heißt, wenn diese Regierung fliegt, dann sind beide politisch am Ende. Das spricht eher dafür, dass der Landeshauptmann morgen vielleicht etwas mehr Unterstützung haben wird. Aber es ist, glaube ich, klar, dass ein Teil seiner Partei mit seiner politischen Ausrichtung nicht einverstanden ist. Und wenn Sie ihn so weit vergrämen wollen, dass Sie ihm vielleicht eine Wiederkandidatur ausreden wollen, dann wird er in der nächsten Zeit bei einigen Gesetzen vielleicht einige Male schauen müssen. 18 ist wirklich das Minimum an Mehrheit. Und mit 18 Stimmen nur ein Haushaltsgesetz in Angriff zu nehmen in einer Grippesaison, ist eine Harakiri-Aktion. Mhm. Ich glaube aber, mehr als nur diese Landesregierung, ich glaube, wir haben gesehen, dass die SVP als Modell und als System langsam an ihr Ende gelangt. Einer Vertretung, die noch unter Silvius Maniago eine Wertegemeinschaft war, die eine Bevölkerungsschicht, die deutsche und ladinische Bevölkerung hier vertreten hat und für die Autonomie gekämpft hat, mit einem Verdienst, das man gar nicht oft genug loben kann, die sich aber dann in den letzten 20 Jahren immer mehr zu einer Interessensvertretung mutiert hat. Und die 15 Millionen für die Milchbauern haben das auch wieder einmal gezeigt. Ein Aufschrei durch die Bevölkerung, wo sogar ich habe Rückmeldungen von Milchbauern bekommen, die sagen, wir wollen das gar nicht. Ich glaube, viele Milchbauern brauchen das Geld, aber wir wollen das gar nicht, denn ich werde jetzt offen angefeindet. Mhm. Und man sieht, dass diese Interessensvertretung die große Bevölkerungsschichten gar nicht mehr vertritt, das System SVP ans Ende bringen, nicht so sehr diese Regierung. Herr Arz, wie sehen Sie es? Inwieweit ist die politische Krise gelöst durch diese doch kompakte Abstimmung? Ja, ich möchte einen Moment zurückschauen. Ich bin schon einmal hier gesessen im Jänner und damals war das eigentliche Thema, ist das jetzt eine SVP-interne Angelegenheit, die intern zu lösen ist, oder geht es auch darüber hinaus, die Südtiroler Öffentlichkeit etwas an, alle Südtiroler und Südtiroler. Die Entwicklung hat gezeigt, dass dieser Versuch, das irgendwie intern mit internen Kommissionen, internen Gesprächen zu lösen, komplett fehlgeschlagen ist. Und man hätte eigentlich schon sehr viel früher reagieren sollen, aber erst durch die Veröffentlichung des famosen Buches Freunde im Edelweiß ist die Sache so richtig ins Roll gegangen und war es dann nicht mehr möglich, es möglichst klein zu halten. Das Ganze hat auch eine Art institutionelle Schwäche gezeigt, nämlich der Landeshauptmann ist nicht in der Lage, darüber selbst zu entscheiden, wie sich seine Landesregierung zusammensetzt. Er kann niemanden allein entlassen. Er braucht dazu den Landtag und damit diesen Stahlpakt mit seiner Regierungsmehrheit, der so viel Interesse und Neugier und Aufregung verursacht hat. Das zeigt schon, dass da ein größeres Problem ist, das sicher jetzt nicht mit diesem Erfolg, mit diesem Etappensieg gelöst ist, sondern dass man schon darüber nachdenken muss, wie solche Situationen in Zukunft besser bewältigt werden können. Ich möchte noch an eine Sache sagen. Sie haben gesagt, Ihre Forderung war, dass Sie eine faire Rückendeckung bekommen. Und zum Glück haben Sie sie bekommen. Aber noch mehr müsste man das eigentlich vom erwarten, dass der Landeshauptmann das von seiner Partei und seiner Regierungsmehrheit bekommt, was eben offensichtlich in den letzten Monaten nicht immer der Fall war. Frau Amhoff, wo sehen Sie das jetzt? Ein Etappensieg, eine Lösung der Krise, wie schätzen Sie es ein? Ich sehe es auch als einen Etappensieg. Ich glaube nicht, dass wir damit die Krise gelöst haben. Da bin ich auch der Meinung meiner Kolleginnen und Kollegen hier. Wir haben aber in den letzten Wochen sehr viel dazugelernt. Und hier glaube ich, so sehe ich es, wir befinden uns jetzt in einem Genesungsprozess. Und was unsere Aufgabe jetzt ist, schrittweise auch wieder Vertrauen zurückzugewinnen, das geht nicht von einem Moment auf den anderen, das ist uns allen bewusst. Daran werden wir jetzt hart arbeiten müssen. Und die harte Arbeit wird darin bestehen, dass wir jetzt mit Inhalten wieder unsere politische Arbeit füllen werden und nicht mit Streitereien, die wir jetzt anstatt intern zu führen, ganz stark nach außen getragen haben. Das, glaube ich, ist jetzt im Moment unsere Aufgabe, die wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten auch zu machen haben. Mhm. Bevor wir auf die Inhalte kommen, möchte ich noch einmal auf Thomas Wiedmann zu sprechen kommen. Weil es ist ja schon eine Demütigung, was ihm da passiert ist, also von der eigenen Partei im Landtag rausgewählt zu werden aus der Regierung. Ich weiß nicht, ob es das im Südtiroler Landtag schon überhaupt einmal gegeben hat. Nein. Er hätte dem können
zuvorkommen, indem er zurücktritt, zumindest kurz vorher. Hat er da spekuliert? Was glauben Sie, dass es trotzdem nicht diese Mehrheit zustande kommt gegen seinen Rauswurf? Oder war das einfach eine Trotzhaltung? Wie schätzen Sie das ein hier? Ich glaube schon, dass Widmann aus seiner Sicht das richtig argumentiert hat. Auch ihm wurden die Kompetenzen entzogen. Nachdem drei Tage, nachdem das Buch veröffentlicht wurde, hat Parteiobmann Achammer und Landeshauptmann Kompatscher diese Pressekonferenz abgehalten. Die Kompetenzen wurden entzogen. Aus Sicht des Kollegen Widmann politisch absolut unverständlich, weil er auch immer wieder so kommuniziert hat. Er hat sich entschuldigt für die Aussagen, die er getätigt hat. Der Landeshauptmann selbst war es, der von Beginn an immer wieder gesagt hat, in der Saat-Affäre hat sich die Südtiroler Landesregierung nichts zu Schulden kommen lassen. Die Südtiroler Landesverwaltung hat gehalten. Widmann habe ausgezeichnete Arbeit geleistet. Deswegen diese Worte des Landeshauptmannes mit im Zusammenhang mit der Kompetenzentziehung waren wahrscheinlich für Widmann wirklich politisch nicht nachvollziehbar. Und er hat auch, glaube ich, aus Sicht der Opposition das Richtige gesagt. Nachdem die Opposition nach dem ersten Sonderlandtag ja keinen Misstrauensantrag eingebracht hat, weil wir gesagt haben, der Landeshauptmann ist am Zug. Der Landeshauptmann hat gesagt, die Regierung ist handlungsfähig. Er hat die Mehrheit, hat Widmann gesagt, also soll der Landeshauptmann diesen Akt im Landtag vollziehen und auch unter Beweis stellen, dass er die Mehrheit hat. Also ich denke, aus dieser Sicht ihn höflich ersuchen, zurückzutreten, wird mit einem Kaliber Widmann etwas zu wenig sein. Da braucht es die notwendige Autorität. Und ich denke, bei diesen beiden Charakteren hat die Landeshauptmann Kompatscher nicht wirklich. Herr Atz. Also mir ist das schon ein bisschen wie eine Trotzreaktion vorgekommen, weil es war irgendwie klar, das Spiel ist aus, außer er hat das Gefühl gehabt, es gibt wirklich eine größere Gruppe in der Partei, die seine Linie stützt. Und das hätte an diesem Punkt fast bedeutet, dass der Landeshauptmann den Hut nehmen hätte müssen. Aber vor allem scheint mir ein wenig die Schuldeinsicht zu fehlen bei Thomas Widmann, weil das eigentliche Problem, das wird eigentlich immer so an den Rand geschoben. Es ist offensichtlich wahr, obwohl ja noch ein Prozess läuft, dass diese Vergabegeschichte rein gesetzlich legal abgelaufen ist. Aber allein der Versuch, hier eigentlich ein korruptes Verhalten zu praktizieren und die Regierungsbildung zu beeinflussen für private Interessen, das ist wirklich ein grobes Problem. Der Staatsanwalt hat gesagt, da ist keine Korruption. Also der Staatsanwalt mag das sein, aber in der Politik gelten höhere Maßstäbe als das, was der Staatsanwalt scheint. Also ein versuchter Mord ist auch ein Vergehen, Verbrechen sogar. Eine versuchte Korruption ist zumindest etwas sehr Problematisches. Und man sollte eigentlich so sich verhalten, wie sich die Flugwirtschaft verhält, wie sich die Fluggesellschaft verhält. Auch Fastunfälle sind Unfälle, die man ganz genau prüfen muss, wo man ganz genau hinschauen soll, was ist da schiefgelaufen und wo man sich überlegen soll, wie kann man das in Zukunft verhindern. Und dass jetzt über diese Sache nur mehr so darüber geht, ist ja nichts passiert, das finde ich sehr problematisch. Mhm. Herr Köllensberger, wie schätzen Sie das Verhalten von Thomas Widmann ein? Was er in Zukunft macht, das müsste man den direkt Betroffenen selbst fragen. In dieser Sache. In dieser Sache, es war klar, hart auf hart gegangen ist. Es war klar, dass nicht nur er, aber auch andere in der Partei dem Landeshauptmann das Leben schwer machen wollen und dass sie ihn loswerden wollen. Seitens des Landeshauptmanns ist diese Abwahl aus ethischen Gesichtspunkten, nach dem, was wir in dem SAT-Buch gelesen haben und in den Abhörprotokollen gesehen haben, sicher folgerichtig und eine logische Konsequenz. Nur politisch muss man sich es halt davor überlegen, wenn man in so einen Krieg zieht, ob überhaupt die Partei hinter mir steht. Der Sonderlandtag kann jetzt hier nicht als Barometer herhalten, das wird sich in den nächsten Wochen und Monaten zeigen. Was die SAT-Affäre aber zeigt, ist natürlich die versuchte Einflussnahme hier von potenten privaten
auf die Bildung einer Landesregierung. Wir sehen aber auch auf der anderen Seite, es gibt einen laufenden Prozess, wo das Hauptverfahren eröffnet worden ist, dass sehr wohl eine 880 Millionen Euro schwere Ausschreibung annulliert worden ist und der Verdacht ist, um gewisse Privaten einen Vorteil zu verschaffen. Allerdings ist niemand von den hier politisch Genannten ist in diesem Strafprozess. Niemand, absolut, nein, absolut niemand. Er offenbart aber das System, das ich davor angesprochen habe, das sich in der SVP im Hintergrund etabliert hat. Und gerade das möchte ich noch einmal festhalten, dass niemand der politischen Akteure in dieses Verfahren verwickelt ist. Das, glaube ich, ist schon noch einmal festzuhalten. Das ist ein Beamter und ein Busunternehmer. Ein Beamter und ein Busunternehmer, gegen die heute praktisch das Verfahren angelaufen ist. Für Thomas Wiedmann, und das hat, glaube ich, Kollegin Uli Mayrecht gut analysiert, ist nicht einer, der einen Schritt nach rückwärts macht. Und er hat entschieden, nicht zurückzutreten, und das hat er bis zum Schluss durchgezogen. Also im Grunde genommen am 1. April in der Sitzung des Parteiausschusses war für Thomas Wiedmann eigentlich klar, dass diese 18 Stimmen beim Sonderlandtag stehen werden. Und trotzdem ist er nicht zurückgetreten, weil er es auf diese Abstimmung im Südtiroler Landtag angelegt hat. Das ist sein Charakter. Also er ist eine Person, der, wenn er sich für etwas entscheidet, das bis in die letzte Konsequenz auch durchzieht. Haben Sie ihn deswegen im Landtag gelobt, bei diesem Sonderlandtag? Ich habe ihn deshalb gelobt, weil er in den letzten Jahren und in der Zeit, wo er Landesrat war, eine gute Arbeit geleistet hat, unabhängig von den Verfehlungen, die wir in diesen Abhörprotokollen gehört haben. Ich glaube, das steht jedem Menschen zu, wenn er aus einem Amt ausscheidet, wenn er das gut gemacht hat. Für diese Tätigkeit auch jetzt ganz genau. Diese Arbeit hat er wirklich gut gemacht. Er hat die peripheren Krankenhäuser wieder gestärkt. Er hat Maßnahmen gesetzt. Er hat in der Corona-Pandemie Führungsstärke auch bewiesen. Und dafür habe ich ihm gedankt. Sprechen wir kurz über die Rolle der Opposition auf dem Sonderlandtag. Ich sage, wenn eine Partei derart in der Krise wie der SVP gewesen ist, könnte eigentlich mehr herausschauen für die Opposition. Inwiefern? Ja, zum Beispiel, Sie haben gegen die Verkleinerung der Landesregierung gestimmt. So, rein taktisch hätten Sie können sich auf die Seite des Landeshauptmanns schlagen und eine Spaltung der SVP möglicherweise hervorrufen. Na, ich denke, wer glaubt, dass man, wenn die Opposition sich auf die Seite des Landeshauptmannes geschlagen hätte, die SVP gespalten hätte, der glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten. Also das entstammt aus dem Reich der Fantasie, denke ich. Und ich glaube nicht, dass es die Aufgabe ist, der Opposition in dieser primär schon SVP-parteiinternen Angelegenheit, sich auf die eine oder auf die andere Seite zu schlagen. Es ging ganz klar darum, dass der Landeshauptmann immer wieder gesagt hat, er hat die Mehrheit und dann war es folgerichtig, dass er es ist, der im Landtag beweisen muss, dass er diese Mehrheit hat. Die Opposition hat im Vorfeld auch schon gewusst, dass es im ersten Wahlgang klappen würde. Das war überhaupt keine Neuigkeit. Dann, was wäre die Alternative gewesen? Das sind wirklich Neuwahlen und die will man ja verhindern, wo man der Ehrlichkeit halber schon auch sagen muss, es wären nächstes Jahr ohnehin Landtagswahlen. Das ist vom Autonomiestatut so vorgesehen, denn die beiden Landtage Trentino und Südtirol bilden den Regionalrat und der Trentiner Landtag hätte zum derzeitigen Zeitpunkt absolut keine Notwendigkeit, sich aufzulösen. Deswegen, ich glaube nicht, dass es taktisch klug gewesen wäre, sich auf irgendeine Seite zu schlagen. Das ist nicht Aufgabe. Herr Königsberger, warum haben Sie sich so verhalten, wie Sie es getan haben? Ja, es hat der Landeshauptmann, auch bei der Wertschätzung seiner Arbeit, es auch nicht halt einmal geschafft, über die Parteibuchlogik hinauszuschauen. Ja. Er wäre nebenbei gesagt politisch genauso K.O. gewesen, wenn die Opposition ihn gerettet hätte und die eigene Partei fallen gelassen. Das hätte ihm im Grunde genommen, glaube ich, um einen Rücktritt auch nicht herum gebracht. Noch schlimmer vielleicht. Aber er hat es auch nicht geschafft. Die Opposition möchte ja immer die Regierung stürzen. Ja, in dem Sinne. Er hat es aber auch nicht geschafft, einmal anders zu denken als pure Mehrheit gegen Opposition. Wir haben ja einen Vorschlag gemacht mit
Es sitzt ja ein Experte für Sanität im Landtag, das ist mein Kollege Dr. Franz Plohner. Das war nicht erwünscht, so wie das Team K schon 2018 keine Zusammenarbeit erwünscht war, ist sie auch weiterhin nicht erwünscht. Das hat mich auch nicht weiters überrascht. Aber das zeigt nur noch einmal, dass man auch aus der aktuellen Logik nicht hinaus will. Der Landeshauptmann hat sich am Anfang der Legislatur in ein Boot gesetzt, das für ihn schon von Anfang an nicht bequem war. Er wollte ja die Lega nicht und dass er mit Wiedmann nicht kann, wusste man schon. Dass es krachen wird. Seit 2013, Seit 2013 und nicht seit den Audiofiles. Und dass die Konsequenz ist, dass es irgendwann krachen wird, war auch klar. Man hat es aber nie versucht, seit 2013, in den ganzen Jahren, einmal mit der Opposition in ein konstruktives Gespräch zu kommen. Die Opposition stimmt übrigens sehr oft für SVP-Gesetze. Richtig. Das Gegenteil haben wir noch nie gesehen. Mhm. Frau Amhoff, hat es Ihnen die Opposition leichter gemacht, Ihre Leute zusammenzuführen? Kompakt zu halten? Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, denn wie bereits gesagt, jede Stimme der Opposition wäre eine Schwächung für uns selbst gewesen. Also insofern war es wichtig so, dass wir die Rollen, dass hier die Rolle der Opposition ganz klar war und auch die Rolle der Mehrheit. Das war wichtig in dieser Geschichte, vor allem auch um Kritiker sowohl, es wurde in den letzten Wochen und Monaten viel von Lagern gesprochen. Und deshalb war es wichtig, dass wir jetzt selber hier mit eigener Stärke und Stimmkraft unter Beweis stellen, dass wir in der Lage sind, diese Regierung zu halten und diesen Landeshauptmann und Parteihauptmann auch gestärkt aus dieser Abstimmung hervorgehen zu lassen. Alles andere wäre niemals in Frage gekommen für niemanden von uns. Herr Arz, wie beurteilen Sie die Rolle der Opposition in dieser Krise? Ich finde, vor allem die Journalisten machen es sich immer sehr leicht, wenn sie von der Opposition sprechen. Ja. In Wirklichkeit sind die Oppositionsparteien und Einpersonenfraktionen ja ein wirklich buntes und breites Spektrum, von dem man eigentlich in normalen Situationen und selbst in solchen Sondersituationen nicht erwarten kann, dass sie jetzt irgendwie eine einheitliche Linie finden. Aber ich sehe schon ein bisschen auch eine verpasste Chance, wo sich erst wieder eine Gelegenheit ergeben muss. Denn diese Mehrheit ist jetzt die knappest mögliche Mehrheit, ist jetzt schon eine Koalition aus drei Parteien, nachdem sich die Lega gespalten hat. Es ist absehbar, es ist nicht sicher, aber es ist durchaus möglich, dass bei den nächsten Wahlen man jemanden weiteren ins Regierungsboot nehmen muss. Und dann würde man bei Zeiten gut beraten sein, bei Zeiten schon etwas gut bessere Beziehungen aufzubauen und nicht alles so zu tun, als bräuchte man sie nicht. Es wäre nur wichtig, dass die Regierungsmehrheit hält und was die anderen machen, richtig, die sind sozusagen richtig. Staffage in dem Ganzen. Also insofern wäre es eine Chance gewesen, irgendwie zuzugehen und zu sagen, wir haben eine institutionelle Krise, wie lösen wir die gemeinsam? Da muss man dazu sagen, darf ich ganz kurz, das Interessante ist ja, dass es der Landeshauptmann bei einigen Oppositionskollegen ja auch gemacht hat, im Vorfeld angeklopft, ein Gespräch gesucht, was wir aber so interpretiert haben, wenn es um den Machterhalt geht, wenn es ums Eingemachte geht, dann findet man den Weg zur Opposition, dann spricht man mit der Opposition. Aber wenn es um Lösungen geht, wenn es um konkrete, auch um den Wettbewerb der Ideen, der Lösungsvorschläge geht, dann ist man immer eher, schaut man, dass man die eigene Mehrheit beieinander hat und geht nicht so gerne auf die Opposition zu. Das haben wir auch leider Gottes in den Pandemiejahren festgestellt. Da hat der Landtag überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Und ein bisschen, und mir tut es leid, dass ich das so sagen muss, ein bisschen habe ich schon langsam das Gefühl, dass sich der Landeshauptmann vielleicht auch etwas daran gewöhnt hat, an diese Art des Regierens per Dekret und sich nicht mehr der demokratischen Auseinandersetzung stellen möchte. Das beste Beispiel ist auch heute dieser runde Tisch. Ich bedauere, ich weiß, er wurde gebeten herzukommen. Es wäre schön gewesen, wenn man auch direkt mit dem Landeshauptmann den Austausch hätte. Denn ich glaube, bei Zuseherinnen und Zusehern ist es nie ganz sympathisch, dass man über Personen spricht, die nicht hier sind. Aber ich denke, bestimmte Fragen wird er sicher morgen alleine dann in der Pro- und Contra-Sendung, wo er einen Monolog halten darf. Meines Wissens ist er in Wien heute und auf der Rückreise nach Wien derzeit. Das ist mein Informationsstand. Nur einen Satz, glaube ich, möchte ich noch sagen. Also es ist
eine absolute demokratische Anomalie, dass immer nur eine Partei die Regierung stellen kann. Und in dieser normalerweise knappe Mehrheiten bedeutet, dass es auch mal einen Wechsel geben kann, was in Südtirol de facto nicht möglich ist. Und insofern sollte man schon über ein etwas anderes Verhältnis zwischen Regierung und verschiedenen Oppositionsgruppierungen nachdenken. Genau. Darauf kommen wir sicher noch zurück. Ich möchte jetzt aber die Frage stellen, und das ist ja auch angeklungen, wie stabil ist diese jetzt gefundene Mehrheit bei künftigen Sachentscheidungen im Landtag? Also gehört Thomas Wiedmann zur Mehrheit oder nicht? Wird er bei Abstimmungen gegen die Regierung stimmen oder doch mit ihr? Kann er da die Mehrheit ins Wanken bringen? Und da hören wir uns jetzt kurz etwas dazu an, was er im Vorfeld des Sonderlandtags gesagt hat. Ich bleibe dieser Partei, dem Gedanken der in der Tradition, der Landschaft verankerten und einem christlichen Menschenbild verpflichtenden, aber für die Zukunft offenen Volkspartei und ihren vielen tausend Mitgliedern und Funktionären treu und werde meinen kritischen, aber auch konstruktiven Beitrag leisten. Sie wird auch wieder bessere Zeiten erleben, meine Partei. Ja, konstruktiv und kritisch wird sein Beitrag sein. Jetzt sage ich, das wird wahrscheinlich auch jeder Abgeordnete der SVP wahrscheinlich seine Arbeit, seine Haltung im Landtag so bezeichnen, aber wahrscheinlich auch jeder von der Opposition. Mhm. Jetzt ist die Frage, wie schaut es aber praktisch aus? Wird Wiedmann mit der SVP stimmen künftig oder wird er sozusagen eine Art freier Abgeordneter sein? Hat er Ihnen dazu was gesagt als Fraktionsvorsitzende? Wir hatten in den letzten Tagen des Öfteren die Gelegenheit, miteinander zu sprechen. Und er hat auch mir angekündigt, dass er weiterhin kritisch sein wird. Wobei ich dazu sagen muss, das war er auch bisher schon. Er war bisher schon in der Fraktion ein sehr kritischer Geist, vor allem dann, wenn es um Raum und Landschaft ging, auch wenn es um die Landwirtschaft an und für sich ging. Und das wird weiterhin auch so sein. Aber ich weiß, dass wir auf Thomas Wiedmann zählen können. Er hat es ganz klar auch in seiner Pressekonferenz am vergangenen Freitag gesagt, dass seine Partei die Südtiroler Volkspartei ist, dass er zu deren Idealen steht. Und so wie bisher werden wir im Vorfeld zu den Entscheidungen, die wir fällen müssen, in unseren Fraktionssitzungen auch geladene Diskussionen haben. Wir werden auch weiterhin versuchen, Kompromisse zu finden, die unterschiedlichen Bedenken auszuräumen, inhaltlich gut aufzuarbeiten. Dort ist aber Thomas Wiedmann kein Einzelfall in unserer Fraktion, denn alle 15 Abgeordnete haben ihre ganz unterschiedlichen Meinungen. Das ist irgendwo auch das Sinnbild unserer Partei, einer Sammelpartei. Und da geht es halt in den Mehrzahl der Sitzungen sehr heftig zu. Aber bis zum Schluss haben wir es immer noch geschafft, wenn es um Inhalte geht, auch an einem Strang zu ziehen. Und das werden wir auch mit Thomas Wiedmann schaffen. Er wird bei uns im vierten Stock in der Fraktion einziehen, dort sein Büro beziehen, mit uns dort arbeiten. Und ich bin zuversichtlich, dass das alles recht gut funktionieren wird. Also Sie sehen ihn ziemlich klar eben auf der Seite der SVP-Fraktion. Wie sehen das die anderen? Nun, konstruktiv und kritisch klingt eher nach Opposition. Kritisch ist innerhalb der SVP-Fraktion nicht besonders gefragt gewesen. Man kann davon ausgehen, dadurch, dass die Mehrheit jetzt wirklich die Mindestmehrheit ist, ist natürlich der Landeshauptmann auch viel erpressbarer. Es genügt eine Person, die muss nicht einmal dagegen stimmen, die braucht nur daheim bleiben. Und dann geht ein Antrag schon oder ein Gesetz nicht mehr durch. Wenn alle von der Opposition da sind. Wenn alle von der Opposition da sind. Aber damit natürlich kann man auch davon ausgehen, dass hier in diesen letzten 1,5 Jahren kein großer Wurf mehr passieren wird. Ehrlich gesagt fallen mir in den letzten 3,5 Jahren auch keine besonders großen Würfe ein. Raumordnungsgesetz und so sind eher in die Hose gegangen, Wohnbau und so, da fehlt es immer noch. Hier eben ist aber wieder das Thema hier, das ganz richtigerweise Hermann Arz angesprochen hat, auch die Kollegin Uli Meier. Hier fehlt es dem Landeshauptmann, der ein sehr guter Geschäftsführer ist, an der politischen Weitsicht und Leadership. Wir wissen, ich habe es 2018 gesagt, das könnte die erste Regierung sein, die nicht gleich ans Ende kommt, wie sie startet. Das ist jetzt eingetreten. Und ich würde jetzt sagen, das ist die letzte Landesregierung, die allein regieren kann. Ja, mit dem italienischen Partner, den es laut Autonomiestatut braucht. Aber wenn man davon ausgeht, dass die SVP nach den nächsten Wahlen einen dritten Partner an Bord holen muss, dann wäre er wirklich gut beraten, mit jenen Gruppierungen, die zumindest politisch sehr kompatibel mit ihm sind, was die Autonomie betrifft, was die Wirtschaft betrifft, was auch die Ideen, die er hat, zur Umwelt betrifft,
hier einmal zumindest versuchen, eine Beziehung aufzubauen und nicht erst im letzten Moment. Aber Kollegin Uli-Meyer, ich sehe es schon kommen. Beim nächsten Haushalt fehlt einer, er hat nicht genug Stimmen, da gibt es eine Unterbrechung, dann heißt Opposition, ihr müsst uns helfen, sonst können wir den Vereinen kein Geld geben. Bitte macht das, das wird dann im letzten Moment kommen. Große Krise, die böse Opposition sollte uns helfen. Wenn man Voraussicht hätte, dann würde man heute anfangen, gewisse Themen vielleicht einmal gemeinsam mit anderen Gruppierungen zu diskutieren. Frau Meyer-Widmann, eine Gefahr für Abstimmungen? Gefahr für die Regierung, meine ich? Nein, ich denke das nicht. Und auch wenn ich vielleicht dann draußen als die Verteidigerin des Kollegen Widmann abgestempelt werde, eines muss man klar sagen, ich kenne jetzt Thomas Widmann seit fast 20 Jahren. Ich kenne ihn als Landesrat 3 Legislaturen, eine Legislatur als Landtagspräsident. Er ist ein 100-prozentiger Parteimensch. Mhm. Mehr als es viele andere Persönlichkeiten in der Südtiroler Volkspartei sind. Das muss man ganz klar sagen. Mhm. Das ist aufgrund von seiner familiären Geschichte schon so. Und ich denke, er würde sich nie erlauben, sich selbst nie zugestehen, seiner Partei, der Südtiroler Volkspartei, bewusst einen Schaden zuzufügen. Aber dem Landeshauptmann? Dass er mit dem nicht kann, das stimmt. Aber ich denke, es geht ihm jetzt um das Gesamte, um das Ganze. Und er ist nicht der Typ, der aufgrund von persönlichen Befindlichkeiten kindisch wird und nach Rachegelüsten strebt. Das kenne ich bei ihm nicht. Und ich denke, er wird der Mehrheit die Stange halten. Was allerdings passieren kann, denn so kenne ich ihn auch, Thomas Widmann ist ein Macher. Als einfachen Abgeordneten sehe ich ihn nicht unbedingt. Und sobald er wieder irgendwelche Projekte hat, könnte vielleicht passieren, dass er vielleicht mal abwesend ist. Das kann sein, dass er vielleicht nicht immer, jetzt am Anfang werden wir ihn sehen. Weil er einfach keine Zeit hat. Das könnte ich mir bei ihm eher vorstellen, dass er vielleicht einmal nicht anwesend ist, aber dass er jetzt willentlich die Partei oder auch die Regierung im Landtag auflaufen lässt. Das muss man, zu ihm kann man stehen und über ihn kann man sagen, was man will. Das denke ich schlichtweg nicht. Herr Arz, Ihre Einschätzung dazu? Welche Rolle könnte Thomas Widmann spielen in diesen eineinhalb Jahren noch? Ich möchte jetzt nicht spekulieren, aber ich würde seine Rolle jetzt auch nicht überbewerten. Was ich auf jeden Fall teile, eine so knappe Mehrheit und ein bisschen hat sich Thomas Widmann natürlich freigespielt, auch wenn er vermutlich loyal ist in bestimmten Situationen. Aber wenn es nicht gerade ums Eingemachte geht, dann ist diese Regierung erpressbar oder eigentlich diese Landtagsmehrheit, die regieren kann er ja. Landeshauptmann Kompatscher will ja vor allem regieren. Der Landtag ist ja nochmal eine andere Geschichte. Also irgendwie wird da die Exekutive und die Legislative immer so gleichgesetzt. Aber die Erpressbarkeit ist natürlich vorhanden und die gilt jetzt natürlich nicht nur für ihn, sondern wenn man nicht ganz sicher ist, ob er dabei ist oder ob er gerade wichtige Dinge woanders zu erledigen hat, dann kann jeder andere auch sagen, mit mir das nicht. Und das schwächt schon die Mehrheit. Frau Amhoff noch einmal. Nein, bei aller Liebe, aber ich habe jetzt fast den Eindruck, als hätten wir neue Mehrheitsverhältnisse im Südtiroler Landtag. Und die haben wir nicht. Wir haben diese 19 Leute, die haben wir seit Anbeginn dieser Legislaturperiode. Und mit diesen 19 Menschen in der Mehrheit werden wir diese Legislaturperiode auch zu Ende bringen. Und zwar so gut wie möglich. Und ich denke, und diesen Eindruck habe ich jetzt wirklich aus meiner eigenen Fraktion heraus, dass jeder verstanden hat, in welcher Verantwortung er jetzt steht. Und vor allem auch unsere beiden Spitzenpersönlichkeiten, nämlich der Landeshauptmann und der Parteiobmann. Denn da geht es um ihre persönlichen Positionen ja auch. Das hat vorhin Kollege Kölnsberger ja ganz genau auf den Punkt gebracht. Ganz genau. Und gerade deshalb bin ich der Überzeugung, dass wir mit diesen 19 Mandaten auch bis zum Ende dieser Legislaturperiode regieren. Und es stimmt, da gebe ich Ihnen auch recht. Wir werden etwas mehr noch auf Dialog setzen müssen. Mehr Dialog intern in unseren eigenen Reihen, aber auch etwas mehr an Dialog gegenüber den
Partei in der politischen Minderheit in diesem Landtag. Das bin ich auch überzeugt. Denn wenn wir politisches Vertrauen und Glaubwürdigkeit in der Bevölkerung zurückgewinnen wollen, dann funktioniert das unter anderem auch damit, indem wir miteinander besser kommunizieren und auch das ein oder andere miteinander machen. Davon bin ich auch überzeugt. Und das wird ein Stück weit auch meine Aufgabe als Fraktionsvorsitzende der Südtiroler Volkspartei sein. Nur zur Klarstellung. Also ich glaube auch, dass diese Regierung hält bis zu den Wahlen. Was ich nur auch glaube, dass nicht mehr viel passiert, weil sie wenig zustande bringt, weil sie mit all ihren internen Diskussionen so beschäftigt ist, dass nicht viel wegweisende Gesetze jetzt. Das schauen wir uns dann gleich an, aber weil das Stichwort. Und dass beim ein oder anderen Beschlussantrag die Regierungsmehrheit dann unterliegt, das könnte auch öfters passieren. Das Stichwort Bevölkerung ist gefallen und wir wollten im Vorfeld von den Leuten im Überetsch mal wissen, was Sie sagen, halten Sie die Krise für gut gelöst oder nicht? Verklärung, ich glaube, es ist eher eine Verschlimmerung, wenn Sie die Landesregierung verklären. Und ich würde eher zum alten System wieder zurückkehren, wo mehr Politiker sein, nicht weniger. Weil es da weniger Leute sein, desto leichter ist möglich, es sind ja alle Leute menschlich, dass Korruption oder andere Sachen passieren. Nein, ich glaube, es ist ein Schritt in die Richtung, aber ich glaube, es muss jetzt wirklich von in der Basis und überall durchgehen, dass man jetzt einen Anstrang zieht und dort ist eigentlich der richtige Weg und muss jetzt sagen, dass man nicht mehr streitet, sondern dass man im Interesse der Bürger handelt. Ich finde leider, dass die Streitereien einmal aufhören, damit das Vertrauen in die Politik zurückkommt und dass nicht jeder denkt, was soll ich bitte noch wählen gehen, wenn das so ein Sauhaufen ist. Um das geht es mir. Und wichtige Themen, ich meine, das wissen wir jetzt alle, dass es Unmenge wichtige Themen gibt. Und wenn ich noch sehe, dass sie streiten wie die kleinen Buben, ich habe da kein Verständnis, aber es wird nicht einfach sein, das will ich auch nicht sagen. Dass sie mit der Streitigkeit aufhören. Ja, logisch wäre es halt wichtig, dass sie zusammenarbeiten, nicht? Und wenn sie nicht zusammenarbeiten, dann geht es nicht. Nicht? Aber wenn der andere da mit sich, der andere da, dann kann es nicht gehen. Nicht? Ich werde nicht mehr nachher, was sie weiterbringen oder nicht weiterbringen. Gestritten ist allen worden nicht. Wer macht schon alles richtig? Hä? Noch steht alles fertig und das müssen sie erst langsam lesen. Und sie werden es lesen und es ist nicht anders. Dann kommt eine neue, danach wird wieder gewählt und geht es wieder weiter. Es geht allem weiter. Nein, ich denke nicht, dass der gelöst ist, der Streit. Ich denke mal, ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich hätten sie sich sollten mal mehr zusammentieren und überlegen und vielleicht wirklich auch die Position mit einbeziehen. Nicht leider auf SVP bleiben. Ja, und während der Sendung haben uns eben einige Zuschauer auch geschrieben und das möchte ich jetzt einmal wiedergeben, was es da gibt. Franz Gasser zum Beispiel, der schreibt uns, die Verkleinerung der Landesregierung ist nur etwas Kosmetik. Er meint, der Sumpf, der geht wahrscheinlich viel tiefer. Peter Fulterer schreibt, die Partei will Ruhe und nicht Klarheit, meint aber, auch die Opposition hat kein gutes Bild abgegeben und der Bürger, der bleibt da außen vor. Anna meint, Thomas Wiedmann konnte nicht zurücktreten, weil er von vielen Menschen gewählt worden war, die ihm eben sein Vertrauen ausgesprochen hatten. Franz Mayer schreibt, die Verkleinerung der Landesregierung führt wohl nicht zum Ende eines Streites in der SVP. Arthur Bichler fragt sich, warum werden eigentlich nicht Neuwahlen ausgerufen? Das wäre dann ein echter Neuanfang. Eine Frage ist an Frau Amhoff gerichtet worden von Günter Mesner. Er fragt da, warum musste eigentlich offen im Landtag abgestimmt werden? Hattet ihr Angst, dass bei einer geheimen Abstimmung eben zu viele Querschläger kommen? Die offene Abstimmung hat deshalb stattgefunden, weil es unsere Geschäftsordnung bei der Wahl der Regierung so vorsieht. Das war eigentlich der Hauptgrund. Mhm. Und man hat hier ja im Grunde noch einmal die Regierung gewählt. Es war eben eine kleinere. Genau, eine kleinere. Und unsere Geschäftsordnung sieht vor, dass die Regierung in einer offenen Wahl abgestimmt wird. Und ich finde das auch richtig so, dass jeder zu dem steht, was er auch im Endeffekt abstimmt. Mhm, Liebe Zuschauer, schreiben Sie uns weiter. Und zwar würde ich mich jetzt speziell interessieren, Ihre Meinung zur Frage, ja, was sind die Dinge, um die sich die Landespolitik jetzt kümmern soll, beziehungsweise wie kann die Politik jetzt auch Vertrauen wiederherstellen in den Bürger. Zum Schluss noch etwas, was uns die
Caroline Unterecker geschrieben hat. Die meint, ich finde es nicht gut, dass Landeshauptmann Kompatscher auch Gesundheitslandesrat ist. Dazu, meint sie, hat er nicht die Zeit und auch nicht das Fachwissen. Und daran möchte ich jetzt anknüpfen, wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, eben die Frage, etwas, was ja noch zu lösen ist, das Gesundheitsassessorat. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es bleibt beim Landeshauptmann, er gibt möglicherweise andere Kompetenzen ab. Es könnte jemand anders von den Landtagsabgeordneten übernehmen, aus der SVP-Fraktion. Könnte jemand von außen berufen werden, ein Fachmann, sagt man da immer, oder eben, das Team K hat den Vorschlag gemacht, ihren Experten zu nehmen, den ehemaligen Primar Franz Blohner. Was ist die beste Lösung? Was die beste Lösung ist, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Es sind diese drei Optionen, die auf dem Tisch liegen. Über diese drei Optionen werden wir intern noch diskutieren, auch in der Mehrheit unserer Koalition. Die werden wir ausgiebig durchdiskutieren. Was im Endeffekt rauskommen muss, muss die beste Lösung für unser Land sein, auch wenn wir dafür jetzt noch etwas Zeit brauchen, wobei wir es nicht auf die lange Bank schieben wollen, das möchte ich klarstellen. Ich persönlich habe meine Präferenz zu diesem Thema und ja, schlussendlich ist eine Entscheidung der Mehrheit der SVP-Fraktion. Und sollte es eine Entscheidung geben, wie Sie genannt haben, ein Landesrat aus den eigenen Reihen, Landesrätin aus den eigenen Reihen der Südtiroler Volkspartei, dann wird die Partei noch ihres mitentscheiden. Mhm. Und dasselbe gilt auch, wenn es eine Berufung von extern sein sollte. Das stimmt, dass sich da niemand aufdrängt, dass das niemand machen will? Wir haben viele fähige Leute, die es übernehmen könnten. Also die haben wir durchaus in den eigenen Reihen. Also wenn ich darauf anspielen darf, ich schätze Kollegen Franz Blohner sehr. Aber ich denke, so ein Assessorat zu übernehmen, dafür muss man jetzt nicht unbedingt Mediziner sein. Das sehen wir auch am Beispiel jetzt in Deutschland oder auch, das haben wir auch gesehen. Franz Blohner kennt sich ja auch in der Organisation gut. Ja, aber das haben wir auch am Beispiel jetzt in Österreich gesehen, wo Mediziner Gesundheitsminister waren. Das muss nicht immer von Vorteil sein. Wichtig ist es, dass Führungskompetenzen und Managerqualitäten mit einhergehen, so ein Amt auch zu übernehmen. Deshalb, wir haben selber in den Reihen der Südtiroler Volkspartei Leute, die das machen wollen. Es drängt sich im Moment niemand auf, dieses Amt zu übernehmen. Aber wie gesagt, wir werden darüber diskutieren und es wird wahrscheinlich eine Lösung. Also in den ersten Diskussionen, die wir bisher hatten, wird es eher eine Lösung Richtung Beibehaltung dieser Acht geben oder interne Nachbesetzung und weniger eine Berufung von außen. Da hat es in diesem Zusammenhang hat es viele kritische Stimmen in unserer Fraktion gegeben. Ja, und deswegen werden die Agenten höchstwahrscheinlich beim Landeshauptmann bleiben und ich halte das für die schlechteste Lösung für die Sanität überhaupt. Warum? Denn entweder der Landeshauptmann ist Superman und hat auch für das noch Zeit oder alle anderen davor hätte es nicht gebraucht, weil das so leicht ist. Das beides stimmt nicht. Also die Sanität braucht eine politische Führung in Vollzeit. Und das wollte innerhalb der SVP ja schon 2018 außer Wiedmann niemand machen. Auch jetzt hat sich niemand gefunden. Ich glaube, dass das die Partei dem Landeshauptmann auch ein wenig zu Fleiß tut. Franz Blohner wollen sie nicht, weil über die Parteibuch hinausdenken ist nicht gefragt. In der Partei will es niemand machen. Die externe Berufung hat der Landeshauptmann in der eigenen Fraktion keine Mehrheit dafür. Deswegen liegt es auf der Hand, dass sie bei ihm bleiben werden. Aber ich halte das für die denkbar schlechteste Lösung für die Seite. Vor allem, wenn die Agenten beim Landeshauptmann bleiben, darf man nicht vergessen, dass sich extrem viel Macht in einer einzigen Person konzentriert. Er würde über 4,5 Milliarden Euro, die würde er verwalten. Die restlichen 2 Milliarden würden sich 7 andere Landesräte aufteilen, ist eigenartig. Ich schätze auch Franz Blohner, teile allerdings auch die Meinung, dass ein Gesundheitslandesrat nicht unbedingt gut operieren muss oder Menschen ärztlich gut versorgen muss. Ja, aber doch, sondern aber Franz Blohner kennt auch die Organisation. Es braucht jemanden, also der den Sanitätsbetrieb von innen kennt. Auch an den Tag legen kann. Externer Berater oder extern von außen berufen kommt für uns nicht in Frage, denn in meinen Augen würde sich da irgendwo auch die Südtiroler Volkspartei den Anspruch der Regierung vertan. Stimmt das, dass es da sie bräuchte, weil es eine Zweidrittelmehrheit ist? Es braucht eine Zweidrittelmehrheit und das regelt. Wenn man jetzt jemanden beruft, der nicht im Landtag sitzt. Es braucht die Zweidrittelmehrheit und hier, das wäre ein Punkt, wo ich sage, Wiedmann wäre der Erste, der dagegen stimmt. Das ist auch vom Autonomiestatut Artikel 50
genau geregelt, wie es mit Berufungen von außen geht. Da reicht im Endeffekt ein Abgeordneter in der politischen Mehrheit, der dagegen ist. Und schon wird es schwierig. Die Zweidrittelmehrheit wird sich da schwierig finden lassen. Aber ich möchte eines schon sagen, es hat auch früher schon Regierungsumbildungen gegeben. Und da war von vornherein klar, dass sich Abgeordnete, die bereits im Saal vertreten sind, für dieses Amt zur Verfügung stellen werden. Und ich werte das schon ein wenig als Ausdruck. Entweder hat man es mit einer schwachen Mannschaft zu tun, oder aber auch hier ist wieder der Landeshauptmann Kompatscher, der es vielleicht dem einen oder anderen, der es machen könnte, nicht gönnt. Oder nicht zutraut. Es ist natürlich schon auch ein sehr schwieriges Amt. Aber das muss man sich schon im Vorfeld überlegen, mit welchen Leuten, welche Leute man noch zur Verfügung hat. Ja. Und es würde dann ja mit einem Externen wieder eine Aufstockung geben. Herr Kölnsberger, eine Sache. Wenn in Rom oder in Berlin der Gesundheitsminister zurücktritt oder zurücktreten muss, dann kommt da ja auch niemanden auf die Idee, einen neuen aus den Reihen der Opposition zu bestimmen. Mhm. Das heißt, war Ihr Vorschlag wirklich realistisch gemeint oder eine Provokation mit Franz Plohner? Nein, es ist keine Provokation, denn wenn der Landeshauptmann auf uns zugegangen wäre, dann hätte Franz Plohner das auch gemacht. Sicher nicht, um den Posten zu haben, denn da kann man mehr verlieren als zu gewinnen in diesem letzten Jahr, das ist höchst riskant, sondern einfach aus Verantwortungsbewusstsein, weil uns bewusst ist, dass die Sanität braucht jetzt eine vollzeitpolitische Führung und nicht nur die Gespräche mit Speranza. Es braucht hier vor Ort jemanden, der sich Vollzeit um die Anliegen der Sanität auf politischer Ebene kümmern kann. Und natürlich wollen wir keiner Mehrheit beitreten. Ich will dieses Regierungsprogramm nicht unterschreiben und will auch nicht in einer Koalition heute, wie sie in dieser Konstellation ist, drinnen sitzen. Man könnte aber natürlich zumindest in der Gesundheitspolitik zusammenarbeiten. Wenn dann morgen ein Omnibusgesetz kommt mit Freund der Wirtschaft im Raumordnungsgesetz, dann sind wir für sowas sowieso nicht zu haben. Aber es ist kein Thema gewesen. Auch Magdalena Amhoff hat davor drei Optionen aufgezählt. Eigentlich sind es vier. Ich glaube, die vierte wäre der Franz Plohner und die zählen sie gar nicht auf. Aber das ist genau das, was wir sagen. Also spätestens nächstes Jahr nach den Wahlen wird es dann so weit sein, dass die SVP umdenken muss. Sie wäre gut beraten, ein bisschen früher schon umzudenken als erst, wenn es nicht mehr anders geht. Frau Amhoff, Sie haben sich gemeldet. Ja, also wie gesagt, diese Zweidrittelmehrheit, die werden wir nicht zusammenbekommen. Ich weiß nicht, ob Sie auch die Meldungen von unserem Koalitionspartner gehört und gelesen haben. Also vor allem auch die Lega, die sich ganz vehement gegen eine Berufung von außen wehrt. Also deshalb, diese Stimmen fehlen uns dann auch schon für eine Zweidrittelmehrheit. Das heißt, wir müssen schon mindestens mal mit 9 bis 10 Stimmen von Seiten der Opposition rechnen, um eine Berufung von außen für eine Landesregierung zusammenzubekommen. Das ist schlichtweg nicht realistisch. Nicht machbar. Und ich, noch einmal, Kollege Franz Plohner, ich schätze ihn sehr. Und Paul, du hast es jetzt gerade selber gesagt, in eine Regierungsmehrheit würdest du zu diesem Zeitpunkt nicht einsteigen. Sicher nicht. Dann ergibt es für mich alles zusammen keinen Sinn, weil entweder ich nominiere einen Franz Plohner zu einem Gesundheitslandesrat und dann steigt das Team K in diese Regierungsmehrheit ein, oder aber ansonsten macht das für mich keinen Sinn. Da gehen für mich gewisse Dinge einfach nicht zusammen. Ja, soweit Sie aber wie auch immer. Sie aber sagen, Frau Amhoff, falls das jetzt beim Landeshauptmann bleibt, die Gesundheit, dass er dann aber andere Dinge abgeben sollte, denn er hat die zwei große Brocken auf die Finanzen und das Personal, und auch so kommt ja diese Macht- und Mittelfülle zusammen. Genau darauf wollte ich noch einmal hinauskommen. Eine Regierungsumbildung würde für mich bedeuten, dass gewisse Kompetenzbereiche von Seiten des Landeshauptmanns, wenn er jetzt entscheiden sollte, das Gesundheitsressort selber zu verwalten, andere Bereiche, für die er zurzeit zuständig ist, an andere Landesräte abzugeben. Das ist durchaus eine Option, über die wir auch reden müssen. Den Bereich Finanzen wird er selbstverständlich behalten. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Landeshauptmann diesen Bereich abgibt. Aber zum Beispiel, er hat den ganzen Bereich der Gemeinden über. Er hat Teile er hat den Bereich der Chancengleichheit. Er hat das Ehrenamt. Das sind alles Kompetenzbereiche, die durchaus auch andere Landesräte übernehmen können, die das zum Teil in vorherigen Legislaturperioden bereits als Kompetenzbereiche hatten. Das würde dann auch bedeuten, dass hier ein guter Übergang machbar wäre für diese 1,5 Jahre. Und
mir ist durchaus bewusst, das Gesundheitswesen verdient jemanden, der viel Zeit dafür aufwendet. Aber überlegen wir uns doch bitte auch, dass in der Zwischenzeit nichts in diesem Ressort brach liegt. Das sind Beamte, das sind Führungskräfte, die in der Zwischenzeit die Arbeit vollends und zu bester Zufriedenheit auch ausführen. Alles kompetente Menschen. Und ich kann mir vorstellen, auch den Führungsstil des Landeshauptmanns kennend, dass er das auch noch unterbringt, wenn er andere Kompetenzbereiche abgibt. Mhm. Ich möchte da nur, Herr Hartz, gleich erinnern an etwas, was Ihre Parteikollegin, die Frau Rieder, im Landtag gesagt hat. Wenn Landeshauptmann diese Kompetenz behält, Gesundheit, und da das nicht gut läuft, dann werden ihm das die Südtiroler nicht verzeihen. Also würde er da, deswegen auch die Frage an Sie, verstärkt unter Druck kommen mit diesem Ressort, Herr Hartz? In 1,5 Jahren merkt man nicht viel. Aber ich kann mir auch viele Lösungen vorstellen. Nur, dass wir hier sitzen und jetzt spekulieren und unter uns sagen, was wäre denn die Beste und könnte man es so und könnte man es an, ist eigentlich ein Zeichen für ein schlechtes, misslungenes Krisenmanagement. Normalerweise in einer Regierung, wenn von einem Tag auf den anderen, wenn man ein Regierungsmitglied verliert, am übernächsten Tag ist klar, wie die Lösung aussieht. Und ich kann wirklich nicht nachvollziehen, warum nicht klar ist, es gibt jemand von den gewählten SVP-Mandataren, die jetzt diese Person, die jetzt dieses Gesundheitsressort übernimmt, oder der Landeshauptmann bleibt Landesrat und gibt dafür andere Kompetenzen ab, die beiden realistischen Lösungen. Warum man jetzt Schritt für Schritt, zuerst zittert man sich hin, wird es möglich sein, die Landesregierung zu verteidigen, zu verkleinern, und dann fangen wir an, darüber nachzudenken, wie wir jetzt das Problem mit dem Gesundheitsrat, Landesrat, mit dem Gesundheitsressort lösen. Also das, genau. Wenn man will, dass die Menschen das Gefühl haben, jetzt wird wieder gearbeitet, die Probleme sind gelöst, und da muss man Krisen schnell lösen, also das und nicht muss, über Wochen und Monate hinaus. Genau, das war ja auch ein Kritikpunkt am Freitag, unisono der Opposition, dass wir uns gewünscht hätten, dass der Landeshauptmann zum Sonderlandtag in den Landtag kommt, auch schon mit dem Plan B, dass man alles in einem Wisch präsentiert bekommt und nicht ad interims, und dann wieder Wochen vergehen und wieder, da haben Sie vollkommen recht, Verlierer sind die Leute. Abgesehen von der ganz wichtigen Gesundheit, welche Gesetzesvorhaben können jetzt in den anderthalb Jahren bis zu den Neuwahlen noch im Landtag gemacht werden? Was können sich die Leute erwarten, kommt da jetzt und klappt dann auch? Frau Amm, was steht auf dem Programm? Ja, wir haben jetzt in der nächsten Landtagssitzung schon mal das Medienförderungsgesetz auf der Tagesordnung. Was ansteht, ist eine Überarbeitung des Wohnbauförderungsgesetzes, auf das wir alle schon lange warten. Und dort ist der Bereich des Wohnbauinstitutes, der komplett neu definiert wird oder die Kompetenzen auch ausgeweitet werden des Wohnbauinstitutes. Das steht mal an. Ein Führungskräftegesetz ist auf der Tagesordnung, aktives Altern, also im Hinblick auf demografischen Wandel. Dort ist geplant, auch Neuerungen einzuführen. Dort sind wir am Arbeiten. Es wird noch eine weitere Novelle geben, aber das wissen meine Kolleginnen und Kollegen auch, im Bereich von Raum und Landschaft, um auch die Umsetzbarkeit in einigen Dingen des Raumordnungsgesetzes noch praktikabler zu machen. Da hat es letzthin auch Schwierigkeiten gegeben. Kollege Köllensberger hat es vorhin angedeutet. Also es wird noch einen Omnibus geben, auch darüber. Was ist ein Omnibus? Viele wissen das. Ein Omnibus ist ein Sammelgesetz, wo Maßnahmen, also verschiedene Gesetze, einzelne Artikel aus verschiedenen Gesetzen geändert werden. Und das wird einfach zusammengesetzt aus den verschiedensten Bereichen. Es kann sein, dass dort ein Teil des Europagesetzes geändert wird, ein Teil des Wirtschaftsgesetzes. Eben, das ist auch in Planung, dass wir im Bereich Wirtschaft noch eine Gesetzesänderung machen werden. Also es stehen doch einige Gesetzesinitiativen. Was könnte da kommen bei Wirtschaft zum Beispiel? Dort, das ist ein Thema, das wir letzthin schon einige Mal im Südtiroler Landtag diskutiert haben, das leidige Problem mit den Schottergruben. Und hier überlegen wir, eine Gesetzesänderung zu machen und ein neues Gesetz aufzulegen. Dort waren einzelne oder verschiedenste Parteien schon sehr aktiv, auch mit Beschlussanträgen. Und ich denke, dass wir hier eine gesetzliche Regelung brauchen, um es besser zu monitorieren. Jetzt stöhnen die Menschen aber zurzeit gerade eben unter Inflation, unter Geldentwertung. Die Löhne sind weniger wert, dadurch die Energie höher. Ist das, was jetzt die Mehrheit hier vorhat, das, was die Leute brauchen?
Oder wären andere Dinge wichtiger? Die Leute bräuchten jetzt wirklich Maßnahmen und spürbare Maßnahmen zur Entlastung. Sie haben es angesprochen, die teuren, die hohen Strom- und Energiekosten. Machen Sie bitte ganz konkrete Vorschläge. Was würden Sie sagen, sollte man tun im Land? Wir haben Möglichkeiten im Rahmen unserer Autonomie, auch diesbezüglich auf einzuwirken. Wir haben alle, glaube ich, den Strombonus, den die Volkspartei, wir beide, den die Südtiroler Volkspartei selbst im Wahlkampf 2018 versprochen hat, vorgeschlagen, der abgelehnt wurde. Wir haben die Möglichkeiten auch bei den Benzinpreisen eigenständig gesetzgeberisch tätig zu werden. Ich glaube, die Probleme, die die Menschen draußen spüren, sind jetzt eigentlich eher andere. Wir haben die große Problematik, dass wir Fachkräftemangel in allen Bereichen haben, nicht nur in den Pflegeberufen, dass wir das große... Wie soll man das lösen? Ich bin ja auf der Suche nach Lösungen, Frau Mayer. Auch hier haben wir verschiedene Vorschläge unterbreitet, dass man beispielsweise auch darüber nachdenken muss, dass man junge Leute schon dahingehend mitnimmt, dass sie praxisorientiert ein Jahr oder auch einige Monate beispielsweise ihrer Zeit auch zur Verfügung stellen, in allen Bereichen auch hineinschauen können, dass wir so mit unseren eigenen Leuten auch irgendwo in die verschiedenen Berufsrichtungen vielleicht die einzelnen Bereiche attraktiv machen. Wir haben das große Problem, dass unsere gut ausgebildeten Köpfe abwandern, und das große Problem, dass wir Zuwanderung in die Sozialsysteme haben. Auch hier natürlich gibt es verschiedenste Maßnahmen, dass Südtirol als Standort attraktiv wird. Da braucht man das leistbare Wohnen. Da müssen natürlich Löhne angepasst werden, und zwar in die Höhe. Die hohen Lebenshaltungskosten sind mit den Löhnen, die wir leider haben, nicht stemmbar. Auch hier von den verschiedensten Seiten immer wieder Vorschläge gemacht. Und da, Kollegin Amhof, muss ich dich ein bisschen kritisieren als Vorsitzende der Arbeitnehmerinnen. Du bist auch immer wieder imstande gewesen, zwar für die Anträge zu sprechen, aber dann leider auch immer wieder gegen Anträge gestimmt. Und ich denke, dass das alles so kleine Dinge sind, die das Vertrauen in die Politik nicht gerade steigen lassen. Und unabhängig von wem die Vorschläge kommen, ich denke, da muss man jetzt wirklich bei diesen Themen, die den Menschen unter den Nägeln brennen, ganz dringend auch Lösungen liefern. Herr und sich nicht länger mit sich selber beschäftigen. Was von dem, was Frau Amhof gesagt hat, finden Sie tatsächlich auch wichtig und ist aus Ihrer Sicht auch gut umsetzbar, wenn ich da am Wohnbaugesetz zum Beispiel möglicherweise denke, beziehungsweise was fehlt Ihnen? Es liegt auf der Hand, dass die Wohnkosten das erste und das wichtigste Problem sind. Und das löst man nicht mit einem Wohnbauförderungsgesetz, ja endlich, das ist schon seit 10 Jahren versprochen, aber mit einem Wohnbauprogramm. Es braucht mehr Wohnungen, wenn die Preise hinuntergehen sollen. Man muss den Mietmarkt wieder hereinholen, indem man aber auch die Vermieter endlich einmal schützt. Wir haben ein Problem mit der Inflation, Stromkosten, Gaskosten, Benzinkosten. Wir haben ein Problem im Sanitätsbetrieb, der Personal verliert. Wir haben es in der Tagesschau gesehen, wir haben keine Hausärzte mehr. Wir brauchen Lohnerhöhungen beim öffentlichen Dienst. Der Kollektivvertrag muss endlich abgeschlossen werden. Die Kaufkraft der Leute, Tarifverträge. Die Kaufkraft der Leute zu stärken, ist ja auch volkswirtschaftlich sinnvoll. Und das alles, das meinte ich zuvor mit der Zusammenarbeit. Es geht ja nicht darum, in eine Mehrheit einzutreten. Das interessiert heute niemanden. Die ist schon eingefahren, die hat schon ihre Regierungsprogramm. Aber wenn man 4 Themen nimmt, aber nicht Streitigkeiten, Themen, und wir sind einig, das sind die Sachen, die die Leute brauchen, dann kann man auch einmal das Mehrheit-Minderheit-Denken, das Parteibuch-Denken auf Seite tun und sagen, arbeiten wir eine Lösung aus, binden wir die Opposition oder zumindest jene Parteien der Opposition, mit denen ich affin bin, ein und versuchen wir mal gemeinsam im Sinne der Leute was auf die Wege zu bringen. Ohne Mehrheit-Minderheit, das spielt hier eine untergeordnete Rolle, zumindest angesichts der Krise der Volkspartei. Sie kann jetzt mit ihrer Wackelpudding-Mehrheit noch einmal ein Geschenkspaket für die Bauern im Raumordnungsgesetz durchkämpfen. Und das geht dann so, gib mir was für die Bauern, dafür lass du mir was für die Hoteliere herüberwachsen und ich komme mit meinen 18 Stimmen aber vielleicht durch. Aber das Große, das kommt hier nicht mehr. Das könnte man aber einmal in dieser Legislatur versuchen, gemeinsam zu machen. Aber ich sehe leider, dass dieser Wille der Mehrheit nicht da ist. Frau Amhof, zwei Dinge, die mir da aufgefallen sind. Lohnerhöhungen im öffentlichen Bereich.
Wohnbauprogramm. Mhm. Was sagen Sie dazu? Zu den Löhnen, da haben wir ja heuer mit dem heurigen Haushalt ja ca. 80 Millionen Euro für Vertragsverhandlungen zur Verfügung gestellt, um hier wenigstens in einigen Bereichen, in einigen Sektoren, also wir haben das für die staatlichen Lehrer und für die Pflegekräfte zur Verfügung gestellt, um hier mal Lohnverhandlungen anzukurbeln, um auch höhere Löhne zahlen zu können. Ich bin auch der Auffassung, dass das noch zu wenig ist. Wir müssen hier mehr Geld in die Hand nehmen. Und wenn der öffentliche Sektor hier mit Lohnverhandlungen vorausgeht, dann bin ich auch überzeugt, dass der Privatsektor nachziehen wird. Denn was wir schon erreichen müssen, ist, dass die Menschen von dem Lohn, den sie bekommen, ein vernünftiges Leben sich auch in Südtirol bezahlen können. Ich bin auch nicht der Auffassung, dass sie diese Geschichten mit Beiträgen lösen sollen. Davon will ich nichts wissen, sondern wir müssen den Menschen die Eigenverantwortung wieder zurückgeben, mit ihrem Gehalt, das sie verdienen, auch ordentlich leben zu können. Im öffentlichen Sektor, genau, da würden Sie sagen, ja. Da bin ich ja der Auffassung, da müssen wir noch einmal mehr investieren. Wenn wir uns zurückerinnern, das Thema der Kaufkraft der Löhne ist 15 Jahre alt. Ja. Und jetzt in der Zwischenzeit haben wir ja sehr, sehr viele Familien dazu bekommen, die bisher zwar ein Einkommen mit ihrem Auskommen hatten, die es vielleicht sogar noch geschafft haben, sich eine Kleinigkeit am Ende des Monats beiseite zu legen, aber aufgrund der Teuerungen in allen Bereichen. Das müssen wir lösen. Ja. Da glaube ich aber auch, dass wir mehr Geld in die Hand nehmen müssen. Davon bin ich überzeugt. Der zweite Punkt, das können wir über Nachtragshaushalt und auch über den nächsten Haushalt machen. Davon bin ich überzeugt. Also hier müssen wir uns wirklich Überlegungen machen. Und dann wird die Kollegin Mayrath Benzinpreise angesprochen, Energiekosten. Hier kommt von Seiten des Staates noch etwas, aber ich will mich nicht auf den Staat rausreden. Wir müssen selber auch etwas tun. Und wenn Sie über Wohnen reden und Kollege Kölnsberger gesagt hat, wir müssen den Mietmarkt ankurbeln, wir müssen auch Wohnungen wieder auf den Markt bringen, dann haben wir das zum Teil versucht, jetzt mit dem GIS-Gesetz zu lösen, zum Teil. Der zweite Punkt aber ist mit diesem mit dem neuen Gesetz zum Wohnbauinstitut, wo wir über das Wohnbauinstitut mehr Wohnungen auch auf den Markt werfen wollen, und zwar indem wir weg von der Devise gehen, dass das Land einzig und alleine Geld dem Wohnbauinstitut zur Verfügung stellt, um Wohnungen zu bauen. Davon wollen wir weggehen. Das Wohnbauinstitut soll zukünftig selbst Kredite aufnehmen können, um Wohnungen zu bauen, die wir dann nicht nur sozial bedürftigen Menschen zur Verfügung stellen, sondern auch für den Südtiroler Mittelstand. Das ist das große Ziel, das wir mit diesem neuen Gesetz für das Wohnbauförderungsinstitut auf den Weg bringen wollen. Das, glaube ich, ist eine ganz wichtige Maßnahme, wenn wir die Stadt Wien anschauen, die ist Beispiel dafür. Wien wirft jährlich Wohnungen auf den Markt, um somit auch regulierend einzugreifen. Wir müssen Sonderkategorien dann für dieses Wohnbauinstitut einführen. Das kommt noch oder erst, wenn alle Korrekturen am Raumordnungsgesetz sind? Nein, das ist bereits auf dem Weg. Es wurde jetzt in der Gesetzgebungskommission ausgesetzt, die Behandlung dieses Gesetzentwurfs, weil man ja gerade zur Zeit tagt dieser Gesetzgebungsausschuss in Wien, um noch einmal dort verschiedene Themen gemeinsam zu analysieren, auch das Wiener Modell noch einmal genauer anzusehen. Und wenn Sie zurückkommen, werden Sie genau an diesem Gesetz weiterarbeiten. Ein ganz wichtiger Punkt. Darf ich aber noch einen Punkt zum Wohnen hinzufügen? Und zwar das, was mir ein großes Anliegen ist, und das, glaube ich, teile ich mit der Kollegin Uli Meyer, denn die Freiheitlichen haben ganz oft schon darauf auch gedrängt, nämlich, dass wir im geförderten Wohnbau auch etwas unternehmen. Viele Menschen wollen in Südtirol selber ihr Eigenheim realisieren. Wir haben dort den Unterschied zwischen den 21 und den 23 Punkten. Und da müssen wir endlich auch einen Schritt weiterkommen. Und diese Gelegenheit wäre für mich, vor allem jetzt im Nachtragshaushalt, eine ganz, ganz wichtige Maßnahme. Wir sind am Ende der Sendezeit. Jetzt muss ich einen Schritt zurück machen. Und weil da noch was beizutragen würde, würde die Verwirrung bei den Zuschauern wahrscheinlich noch größer machen. Ja. Sie sind alle sehr gut eingearbeitet in Ihre Materie und können jetzt viele, viele Dinge aufzählen in allen Details. Und genau dies ist es, was die Leute unzufrieden mit der Politik macht. Wenn man auf dieser Ebene bleibt, wo man über diese technisch und das wäre zu machen und das wäre zu machen und das, sie schüren da Erwartungen, die Politik dann einfach nicht einlösen kann. In einem Jahr passiert nicht so viel. Es wäre oft wichtiger, die Regierung würde die beschlossenen Gesetze ordentlich umsetzen, so wie bei Raum und Landschaft, wo sie größte Probleme hat seit zwei Legislaturen. Ich glaube, was
die Menschen wirklich wollen, dass sie wollen klare Prioritäten sehen. Was ist dieser Regierung wichtig? Und das ist schon sehr klar, was sie da wollen. Sie wollen Arbeit und Wirtschaft gefördert sehen. Sie wollen Lebensqualität in Südtirol erhalten sehen. Sie wollen vor allem soziale Gerechtigkeit. Es geht schon einigen Leuten nicht so gut, aber ganz viele Leute finden es einfach nicht richtig, dass es manchen sehr gut geht und sie selbst müssen schauen, wie sie. Also soziale Gerechtigkeit ist ein großes Thema und wie wir mit den Herausforderungen des Klimawandels, der Klimakrise zurechtkommen werden, das ist auch eine der großen Fragen. Und eine Regierung muss vor allem klar signalisieren, was ist ihr wichtig, und dann kommt in der Ebene drunter all das mit Lohn und Benzin und da noch eine Korrektur am Raum und dort, was macht man jetzt im geförderten Wohnbau, das schafft man ja gar nicht mit und man trifft auch immer nur eine kleine Gruppe, weil wir haben mehrmals gefragt, was sind denn die wichtigsten Probleme, die in Südtirol gelöst werden sollen. Da kommt immer was anderes, nämlich das, was gerade in den Zeitungen steht, wenn man nur so schnell fragt. Und zum Beispiel vor einem Jahr hat überhaupt niemand über leistbares Wohnen gesprochen, wo sie jetzt alle überzeugt sind. Doch. Ich zeige Ihnen ja. Ich muss an dieser Stelle auch abschließen. Wir sind absolut drüber über die Sendezeit. Nur noch zwei Dinge, die uns Zuschauer geschrieben haben, die ich ganz interessant finde. Zum einen Johannes der Beiner, wieder klar, die Regierung sollte endlich die Löhne und die Sozialberufe aufbessern. Und Matthias Brinnott hat uns noch mal einen anderen Aspekt. Der hat gemeint, wenn man wissen will, wie es mit der SVP in Zukunft weitergeht, muss man sich nur das System Kurz anschauen. Und das Gleiche meint er, werden wir bei den Landtagswahlen in Südtirol erleben. Ein junges Team wird versuchen, sozusagen die Alten zu kippen und sozusagen ans Ruder zu kommen. Und das schauen wir uns natürlich dann auch mit Hochspannung an, wie das sein wird, aber wie schon gesagt, in mehr als einem Jahr. Ich bedanke mich fürs Kommen und fürs Diskutieren. Einen schönen Abend noch. Bis zum nächsten Mal am Runden Tisch. Auf Wiedersehen.